Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in unserem Heimatdörfchen. Ich habe mir erlaubt, schon ein bisschen was daran herumzufingern, zu werkeln. Ihr seht, einige Häuschen gibt es nicht mehr, da sie ein reiner Schrotthaufen waren. Und ich habe auch Strommasten aufgestellt und schon mal dieses Haus hier geschafft, ein bisschen mit Strom zu versorgen. Ich habe das jetzt auch mit dem Handel hinbekommen. Ich glaube, das hat man auch mitbekommen in den vorherigen Parts. Wir haben eine Karotte und wir haben Mais. Und selbstverständlich wird das auch gleich angebaut, sofern hier noch Platz ist. Also, mal schauen. Mal schauen, was ich schon alles verlernt habe. Hilfsmittelchen, was glaube ich, ne? Lalala, die Karotte. War, ich habe sie gegessen. Entschuldigung. Also nochmal. Entschuldigung, mein Fail. Schnell laden. Na, wie ging die das jetzt? Wie ging das nochmal schnell, dass man die jetzt pflanzen konnte? Ich habe nur den falschen Ding benutzt wahrscheinlich, ne? Scheiße. Fängt ja schon wieder super an. Jetzt spielt man 7 Tage nicht, ne? Und dann kriegst du wieder, also dann bist du wieder komplett hilflos. Also ich halt. So, Karotte ablegen, untersuchen, sortieren, Level up. Ablegen? Warum ablegen? Wie ging das denn noch schnell mit dem Anbauen? Habe ich sie jetzt wohin geschmissen? Nein, falsche Taste. Ja, da liegt sie. Karotte nehmen. Verflixt? Ah, ich bin ein Trottel. Ich glaube, ich weiß schon wieder. Hier irgendwo, glaube ich, mit Ressourcen, mit Essen. Jetzt wird ein Schuh endlich draus. Und zwar hier. Mit Bauen. Achso, ja, natürlich so, ne? Irgendwie. Warte, da war schon mal grün. Nein, wo war es denn jetzt grün? Verflixt. War denn hier nicht grün? Da war es kurz grün. Da. Da pflanzen wir unsere einzige Karotte hin. Für abwechslungsreiche Nahrung. Dann haben wir noch irgendwo, genau hier, Mais. Boah, das passt hier super hin. Das gefällt mir auch richtig gut. Dann sind wir auch schon fertig hier, wenn ich das geschafft habe. Ich wollte es euch nur zeigen. Also zeigen, ja, sagen, dass ihr das auch habt, ne? Dass ich brav war. Also, ja. So, haben wir noch ein Mais? Hier drüben? Nein. Was haben wir hier? Ach ja, warte, was bist du denn? Mutanbärenpflanze. Ich denke, die baue ich auch noch hier hin, so nah wie möglich am Zaun. Ich finde, das schaut recht natürlich aus und ich finde auch ein bisschen gut. So, wir können dann ja später noch, wenn es uns passt, können wir uns ja noch was anderes überlegen. Was habe ich hier? Tattoo-Pflanze. Die könnte jetzt etwas schwierig werden. Platz. Nein, im Gegenteil, von wegen schwierig. Hingeknallt. Da haben wir nämlich etliche. Da knallen wir noch eine hin. Boah, ich freue mich. Aber ich fürchten tun. Also ich glaube, dass wir hier noch jemanden einstellen müssen, der uns hier bei der Feldarbeit hilft. Na komm. Ist irgendwo ist schon noch grün. Ja, warte, hier war kurz. Ach so, von draußen, ne? Nein, ich will schon innerhalb des Zaunbereiches hier haben. Warte. Da. Schau mal. Wunderschön schaut das aus. Wunderschön. Geht hier auch noch was? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ziemlich rantig, aber ist wurscht. Wird wohl hoffentlich irgendwie hinhauen. So, geht hier noch was? An der Mauer wäre es ja auch schön, wenn da noch was gehen würde. Da drüben zum Beispiel. Ah, schau mal. Schau mal, wie das passt. Das ist ja gleich eine Freude. Da noch eine. Jetzt sind wir fertig. Jetzt haben wir keine mehr. So. Melonen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben schon so viele Melonen. Da ist dann besser, wenn wir schauen, dass wir von den beiden Sachen noch was kriegen. Also Mais und Karotte. Und somit breche ich das jetzt mal ab. Auch hier.
So, Tschüssikowski. Ich finde, das schaut ja richtig gut aus schon. Unser kleiner Garten hier. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 7 Nahrung, was ich so gesehen habe. Wo ist denn dieser Kerl hin? Der muss hier irgendwo beim Haus arbeiten. Ja, ja, da ist er schon. Einmal voll im Kreis gelaufen, langsam so muss es ausschauen. Das hier wie ein richtiges Zuhause an. Echt? Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Ja, das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Okay. Bauen Sie Verteidigungsanlagen für Sanctuary. Sprich mit Sturges. Ja, was für eine Verteidigung? Fragezeichen später. Ich habe genug getan. Boah, wie gemein. Ich kümmere mich drum. Welche hättest du denn gern? Also Verteidigung und so. Was für eine Art von Verteidigung hattest du denn gedacht? Mauern, Sandsäcke, Geschütztürme, was auch immer du hinbekommst. Okay. Dann würde ich sagen, da drüben, bei dem Weg haben wir eh schon was. Warum denkst du, wir seien Freunde? Was? Natürlich sind wir Freunde. Was? Ach so, ihr Dog mit, ne? Alter. Hundi, schreck mich doch nicht so. Da oben könnte man fast noch eine hinknallen, ne? Also wieder V. V, V. Das hier braucht man nicht. Das heißt zurück, wir brauchen Schutz. Wenn's geht, was ist das eigentlich? Eine Falle? Okay, Fallen. Was können die denn? Also... Verschießt beim Einschalten Elektrizität. Jo. Fisch, oder? Benötigt Strom. Hey, auf dem Masten? Na okay, nein, das funktioniert nicht. Aber hier vorn. Da wird es scheinbar passen. Ein bisschen Blei haben wir noch. Sollen wir das hier hinknallen? Warte mal, was kannst du eigentlich? Falle, die zweite. Steht da was? Nö. Strahlungsemitter. Boah, das hier, Flammenwerfer. Oh. Schießt Flammen, wenn aktiviert. Ich weiß nicht, ob Fallen gut sind. Da gefallen mir Geschütztürme eigentlich besser. Wenn nur da noch eine rauf... Warte. Alle hopp, alle hopp. Wenn wir hier so noch eine hinknallen. So ein bisschen drehen. So. Müsste man doch recht gut geschützt sein, oder? Also, würde ich sagen, hier. Katschanga. Und vielleicht... Da drüben für die schöne Aussicht. Gehen wir nochmal zurück. So was hier. Was gäbe es denn noch? Was bist denn du? Ach so, Mitleiter. Ja, Mitleiter wäre aber cool, oder? So, ha? Finde ich. Ich finde, das hat was. Na, warte, nicht so. So ist gut. Bäm! Da haben wir schon mal Schutz 10, wenn du denkst, ne? Ich finde das gar nicht mal so schier, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier wäre es halt gut, eine Mauer noch aufzubauen. Weil hier kann schon sämtliches Graffel, sag ich mal, hier durch, ne? Benötigt Strom. Da wäre schon gut, vielleicht einen Flammenwerfer herzustellen. So. Dass er über das Wasser schießen kann, aber es bringt halt auch nicht viel, ne? Oh, da wäre die besser. Benötigt aber Strom. Und Kupfer. Pfui, Spinne, kann ich nicht bauen. Aber ich hoffe mal, dass das so schon mal okay ist. Ich weiß, da drüben, da oben gehört normal noch ein Geschützturm rauf, da drüben.
Hier müsste mal auch noch einer her, zumindest fallen. Wäre nicht schlecht. Oder hier so, hier versteckt ein Geschütztürmchen. Entschuldigung, ich brauche schon wieder 30 Jahre, ich weiß, was haben wir hier? Schwerer MG-Geschützturm. Das Manschgerl, wie das schaut. Was fehlt mir denn? Gar nichts wird mir fehlen. Aha. Aber produziert 8 Verteidigung. 5 Verteidigung. Kann man nur das dabei. So. Würde ich sagen, im Gebüsch verstecken. Dann sieht man es nicht zugleich. Und das kann trotzdem schön klasse ballern. Würde ich halt jetzt meinen. Du weißt nicht, was dich erwartet. Bumm. So. 15 Schutz haben wir schon. Energie, aber im Vergleich nur 3. Ich hoffe trotzdem, dass das jetzt mal passt. Gehen wir gleich mal fragen. La la la. Der summt vor sich hin, der ist glücklich, das ist schön. Na, ich denke mal, hier im Fluss und so müsste man doch recht sicher sein schon. Ich hoffe nicht, dass da mal wer einbricht oder so. Außerdem ist Doc mit auch hier, der beißt sowieso alles tot. Genauso wie unser lieber Cotsworth, der schneidet alles um. Als wenn es lauter Bäumchen wären, also denke ich mal, müsste schon passen. Hallo! Sturgis. Ich glaube, wir haben genügend Schutz. Danke, dass du das erledigt hast. Gerne. Wir können alle ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Juhu. Und was nun? Was jetzt? Ja, jetzt müssen wir wieder lernen zu leben, anstatt nur zu überleben. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Aha, reparierst du das dann? Echt wahr? Das ist aber nicht schlecht. Aber danke fürs Angebot. Ich glaube, der mag uns. Ha. Wer Was? Bist denn du? Alles Carla. Okay? Wieder zurück? Zeit fürs Geschäft? Ach so. Ach so. Zeig mal, was die Händlerin. Du so hast. Wenn du was kaputt machst, musst du es kaufen. Alter, die Augen, ne? Hast du denn irgendwas für uns noch... Na hoppla, falsches Inventar da drüben. Hast du für uns noch irgendwas... ich sag mal, wertvolles? Haarklammern nehme ich alle mit. So. Okay. Weil die können wir immer brauchen. Klebeband, weiß ich nicht. Wenn du... Nein, Ding hat sie nicht. Kupfer hätte ich sonst gebraucht. Mais können wir noch schnell. Mais nehme ich noch 2. Bitte, ja. Und sonst Mutterbeere. Können wir auch noch eine nehmen. Dann haben wir sicher mehr als genug zu essen. Dann reicht das für uns nämlich auch, dass wir da was mitnehmen dürfen. Speiseöl, sowas gibt es noch heutzutage. Naja, warum nicht? Es gibt ja auch Früchte und so, ne? Also da kann man sicher gar nicht mal so schlechtes Maisöl machen. Pfirti. Da würde ich sagen, den Wurz. Bunz in Steiermark heißt der Wurz. Den hauen wir dann gleich mal hier hin. So. Also, Ressourcen, das mache ich noch schnell und dann müssen wir schauen, dass wir weiter tun einmal. Also ich muss mal schauen. Was habe ich denn hier? Noch eine Karotte? Moment, habe ich die gar nicht angesetzt? Ist mir der Schlingel, ist mir das gar nicht geglückt? Doch sicher, da wächst sie ja. Hatte ich noch eine. Ich bin so ein Spezi. Dann machen wir ein bisschen Kunterbunt, würde ich sagen. Da war es gerade grün. Ah, da. Dann kommt sie hier hin. So, also Monokultur haben wir hier sicher nicht. Ach so, die Art und Weise, wie der Mais ausschaut, ändert sich. Okay, schade. Ich hätte jetzt gewusst, ich hätte ihn gern... Naja, aber man kann ihn eigentlich eh... Nein, in einer zweiten Reihe schaut er doof aus, glaube ich. Geht es sich hier irgendwo aus?
Da hinten vielleicht irgendwo? Komm schon, sein lieber Mais. Ja, ja, hier war er kurz grün. Na, komm. Ja, da, du bist ein feiner Mais, bist du. Ganz fein. So. Geht das nicht nochmal aus? Ach Mist, das ist halt ganz schön verteilt, ne, ein bisschen, aber ich meine, die haben jetzt wirklich mehr als genug zum Essen dann. Die können ja gar nicht mehr verhungern. Na komm, platzier dich. Irgendwo. Da im Eck, da schaut's doch toll aus. Der hat keinen Bock. Mittendrin, bam. Nein, der hat keinen Bock, der will sich nicht pflanzen lassen. Aber so vielleicht. Machen wir halt da eine zweite Reihe. Dann noch eine Mutterbeere. Vielleicht mag die noch... Ja, ja, das schaut nicht so schlecht aus. Vielleicht, ich hoffe mal sehr, dass man da noch irgendwie vorbeikommt. Ja, ich glaube, man kann da noch ernten. Moment, ist die schon reif? Ich muss mal... Ich verlasse da mal. Nein, um Gottes Willen. Raus da. So. Kann man da schon ernten? Scheint wirklich was zu werden. Geilo. Geht echt schon. Boah, cool. Das geht echt flott. Da haben wir Flaschenkürbis. Jetzt gehen wir schauen, ob wir dann noch was kochen können. Dann können wir schon weiter. Erntekarotte. Boah, das geht echt flott. Geht der Mais auch schon? Nee, oder? Der wird doch schon ein bisschen noch brauchen. Aber eine Karotte würde ich doch liebend gern noch eine zweite anpflanzen. Ganz ehrlich gesagt. Weil Mais haben wir auch drei. Wartet kurz. Ich weiß, ich bin lästig. Ich weiß, ich bin lästig, aber ich liebe das. Ich mag das. Es muss bei mir wirklich, so gut es geht, verschiedene Sachen geben, die man essen kann, die man dann kochen kann. Das ist halt, wahrscheinlich ist das noch so ein Gärtnerleiden von mir, schätze ich mal. Geht sich's hier aus? Meh. Komm schon. Na, war's da gerade grün? Na, war eine Einbildung. Dann packe ich sie einfach hier so hin, irgendwie. Da war es nämlich kurz grün. So, da kommst du hin. Passt. Nein. Bitte, ich will da raus. So ist schön. Passt, wir haben ein bisschen was schon geerntet. Ja, ich weiß, es schaut noch recht chaotisch aus, unser kleiner Garten. Aber derweil soll es ja mal zwecksmäßig sein, ne? Ich würde sagen, wir schauen einmal ganz schnell noch, ob wir irgendwas Klasses zubereiten können. Und dann schauen wir mal... Meh. Mu. Und dann schauen wir mal nach, ob wir... dann schon weiter können. Wobei, fällt mir auch gerade ein, ich wollte ja euch zeigen, was ich denn alles so schon verschönert habe hier, ne? Braten, was haben wir hier? Gegrillte Kakerlake, ja, da ist nichts noch mit Zubehör, ne? Was haben wir da? Wir haben tolles Gemüse und wir können nichts damit anfangen. Dein Ernst? Suppe, Gemüsesuppe wäre doch toll. Schmutziges Wasser, Eichhörnchen-Eintopf. Karotte fehlt. Aha. Dann hätte man schon kochen können. Leguan-Suppe ist ja auch... Ich weiß nicht. Naja. Klingenkorn, das fehlt uns auch noch. Und Hirschfleisch auch. Dann hätten wir schon super Eintopf kochen können. Naja, was soll's. Verlassen. So. Geht dabei nichts. Aber wir hätten schon das Material dafür. Ich schaue noch einmal ganz kurz, ob nicht vielleicht zufällig eine Karotte schon fertig geworden ist. Das wäre jetzt gerade echt supi. Aber das wird noch dauern wahrscheinlich, ne? Leider. Wow. Ich tue nichts. Ich bin brav. Wurscht. So. Wie schaut es denn aus mit... Bei den Taten sind die Aufgaben, ne? Der erste Schritt... Berichte den Siedlern beim Tempest-Bluff von deinem Erfolg. Genau, stimmt. Juwel des Commonwealths. Begib dich nach Diamond City.
Okay, also erst die Schritte, dann machen wir das genau. Da können wir, hoppala, da können wir schon schnell reißen nochmal. Weil, automatisch speichern. Okay. Und genau, ich wollte noch schnell zeigen, ich zeige jetzt nicht alle Häuser, nur mal so ein bisschen. Ihr seht schon, ich habe die Betten auch ausgelagert. Jetzt hat so ziemlich jeder ein eigenes Häuschen, nur für sich selbst. Man kann ja auch noch, so wie ich das gesehen habe, kann man dann auch noch hier die Wände schöner machen und so. Also das habe ich mir jetzt noch nicht angetan, sage ich mal ganz schier und frech. Vergoldetes Sturmfeuerzeug, das schau mal einen an. Das sind noch echt Sachen, ne? Pfui. Silberne Taschenuhr, Dinnergabel und modische Brille. Ich bin echt... Also das habe ich alles nicht ausgeräumt. Ich habe nur umgestellt, damit es ein bisschen was gleich schaut. Okay, das ist ein bisschen chaotisch noch, aber ist ja wurscht. Das war nicht ich, das waren die Einwohner, die wollten das so haben. Also. Jetzt müsste normalerweise... Was mache ich denn da? Wie ging das jetzt noch schnell mit der Schnellreise? War das nicht auch hier? Karte. Das müsste jetzt hier sein. Nanu? Oder war das nicht hier? Jetzt ist echt schlimm mit mir, ne? Jetzt spiele ich da eine Ewigkeit nicht mehr. Wie ging das nochmal schnell? So jedenfalls nicht. Ja, so war die Buffen, genau. Wow, um Gottes Willen, nein. Wie kommst denn du auf den aufs Dach rauf? Wie kommt bitte die Mama Murphy aufs Dach rauf? Ich habe da ja nichts gemacht. Ich habe da nicht mal eine Leiter hingestellt. Apropos, ich glaube, ich sollte vielleicht eine hinstellen, damit sie wieder runterkommt. Wartet mal kurz. Die Arme. Wie sind die darauf gekommen? Das gibt's ja nicht. Vielleicht ist sie eine Katze oder so. Oder keine Ahnung. Warte mal, Strukturholz war das, glaube ich, da hinten. Leiter, also Treppe. Ich hatte, glaube ich, die... War, um Gottes Willen. Ich hatte die gewählt. Bitte mitnehmen. Ich habe die mal gewählt gehabt. Ich baue jetzt einfach die dahin, in der Hoffnung, dass die arme Frau wieder runterkommt. Ich hoffe, das geht so. Alter, Mama Murphy, echt. Das ist ihr drittes Auge. Na komm schon. Das ist wahrscheinlich ihr drittes Auge, was ihr dazu verhilft. Na, würdest du dir jetzt bitte mal machen? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja. So ist eine Brave. Du bist eine brave Treppe. Alter, Mama Murphy, spinnst du? Wie kommst du da rauf? Nimmst jetzt die Leiter? Ja, tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, wie die da rauf kommt. Ist ja wurscht. So. Ich finde es trotzdem lustig, einerseits. Wie ging das jetzt nochmal schnell? Bin mir auch sicher, dass man so einfach hinklicken... Hoppala. Dass man einfach nur markierter Ort... Markierung entfernen, bitte. Da. Lokale Karte. Ich bin einfach nur blöd wahrscheinlich. Warte. Aha, das ist ranzoomen einfach nur. Okay. Das gibt's ja nicht. Wie konnte ich denn... Ein Moment bitte. Ich hol mal ganz kurz... Alter, 7 Tage nicht gespielt. Das ist wieder gefallen. Ich hol mal kurz mein Überlebenshandbuch. Peinlich. Ja, was soll man machen? Also... La 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 la, da 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 dam dam. Seitenschritt, laufen, automatische Bewegung, immer laufen. Umschalten, schleichen, springen, zielen, Fadenkreuz, schnell speichern, laden. Verflixt, das steht nicht hier. Das gibt's ja nicht. Habe ich das ernsthaft vergessen? Ja.
Ach so, man kann nicht... Ach so, okay, passt schon. Ich habe nichts vergessen. Alles okay. Bitteschön. Ja, das war natürlich die falsche... das war die Markierung, die ich anvisiert hatte. Ich trottel statt die Stadt, also das Symbol für die Stadt. Ja, passt schon. Ich bin doch nicht so zu 100% vergesslich, sondern nur zu 99%. So, grüß Gottchen. Hallo. Hier dann, ne? Da hört man auch schon die Kuh im Hintergrund. Alter! Zu viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Mit dem Was, Schutz das sind ja zwei negative Kronen Sachen. Verdienen. Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Ja, servus, ne? Das habe ich euch auch vergessen zu zeigen. Unsere... Alter, unsere liebe Kuh, ne? Die hat sich auch einen Stall gesucht, hey, nämlich ein Haus, da drin lebt sie. Gefunden? Jo. Den Minutemen anschließen, mach dir keine Sorgen um sie. In den Arsch getreten, hab mich um sie gekümmert. Ja, ja, haben uns gekümmert. Ich hab mich um sie gekümmert. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Wir haben zu danken. Als die Arbeit im Haus. Schon, ne? Das müsste dir jetzt aber auch gefallen. Du, dir gefällt gar nichts, oder? Kotzwerf, echt kotzen. Also. Dem gefällt gar nichts. Jetzt haben wir so tolle Arbeit geleistet und das ist nichts. Nix, gar nichts. Diesen Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Okay. Liegt dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Aha, okay. Ich habe ich auch nicht gemacht. Können wir handeln? Wissen, dass diese Raider nicht so schnell wieder auftauchen werden. Ja, wenn sie einmal tot sind, ne, müssten sie ja tot bleiben, hoffen wir es halt. Ja, wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt das Rindviech hin? Weg. Es war nie da. Im Kochtopf ist es auch nicht. Nein, futsch. Nein, es ist halt futsch. Ich wollte ja nur handeln. Blödes Rindviech. Wahrscheinlich ein Bug oder was, keine Ahnung. Oder ich bin der Bug. Kann auch sein. Gut, aber jetzt, nächste Aufgabe. Wir sind hier jetzt fertig, ne? Das heißt, wir müssen hierhin zurück. Sanctuary, bitte. Und Bericht erstatten. Mann, das ist so praktisch mit der Schnellreise. Ich liebe sie. Das habe ich auch schon bei Skyrim so geliebt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mich hat auch sehr gut gefallen, dass man Häuschen kaufen konnte, diese ausbauen lassen konnte. Echt schön. Muss ich wirklich sagen. Und am besten war es dann, sein eigenes Haus zu bauen. Das ging, glaube ich, aber erst mit einem bestimmten DLC. Und ich muss sagen, mir hat das sehr gut gefallen. Servus. Nanu, tun die schon schlafen wieder? Wahrscheinlich. Noch nicht so ganz, aber irgendwo strawanzt jemand rum. Wo ist denn unser... Schau, da... Hey, cool, du hast es ja mal rausgeschafft. Ja, du bist supi. Oh, schau, da drüben ist auch schon Strom. Ach, ich freue mich. Da drüben geht auch schon der Fernseher. Das ist schön. Ich muss nur schauen, ob ich jemanden dort eingezogen lassen habe, getan tut. So, wo ist jetzt unser Sheriff? Erzähl lieber nichts über diesen Ort. Man kann niemandem vertrauen. Okay. Daran halten wir uns immer. Ja? Räusper? Nein, tun wir nicht. Mal kurz da runterlaufen. Bist du hier irgendwo, Schnucki? Da vorne steht jemand. Der, da ist er schon. Oder? Servus, der ist immer so gut gelaunt. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich muss dich was fragen. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist.
Stufe aufgestiegen. Und habt ihr auch das Rindvieh gerade bemerkt? Dass da gerade wie von einer Tarantel gestochen bei uns vorbeigezischt ist? Alter Schwede, wenn wir jetzt ein bisschen einen Schritt zurückgegangen wären, hätte es uns wahrscheinlich umgerannt. Na, Servus, Kaiser. Letzter Minuteman hat uns schon mal erzählt, ja. Bist du soweit? Kein Interesse, ich höre zu. Freilich, ich höre zu. Ich bin ganz Ohr. Hast du mal vom Quincy Massaker gehört? Wir waren 200 Jahre nicht da, ich denke nicht. Also unsicher, nein. Du warst da? Echt? Quincy Massaker? Was ist da passiert? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Die Minutemen verrieten sich gegenseitig. Und die Leute, die sie schützen sollten. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Na, Servus, Kaiser. Da habt ihr auch, also, schlimm, ne? Also, pff. Jetzt ist die Welt eh schon am Arsch, ne? Zumindest glaube ich mal, dass die ganze Welt im Arsch ist. Zumindest den Teil, wo wir hier leben, ist im Arsch. Und dann haben die Leute wieder nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig da was anzutun, ne? Der Mensch ändert sich nicht. Geh, komm, hör auf, ich rede da gerade mit mir selbst, ja, und mit meinen lieben Zuhörern und Zuhörerinnen, ja, also die paar Minuten wirst du jetzt wohl Zeit haben. Na, ist ja wahr. Quincy Massaker, Freizeigen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Nicht aufgeben. Auf Nimmerwiedersehen. Alter, wie gemein. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zurückzubleiben. Ja, schätze, das tust du. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen, aber ich glaube, du schon. Was ist mit dir? Unsicher, ich weiß nichts über die Minutemen. Das ist ja falsch, danke. Was ist mit dir? Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen. Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Mr. Garvey hat recht, Man. Wenn jemand die Leute einen kann, dann sie. Ach, Burschen, ihr seid so niedlich, echt. Warum ich? Minuteman? Schon wieder Minuteman. Nein, ja. Aber warum Wieso ich denn? Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil und du hattest deine eigenen Probleme. Aber du hast es trotzdem gemacht. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Ach, Burschen, mit euren Hundeblicken und so, da kann man doch nicht Nein sagen, oder? Okay, ich mach's. Sehr gut, Ma'am. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung für das Commonwealth. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Ach, wie sich das anhört. General? Sarkastisch. Kein General. Kein General, so. Ziemliche Beförderung. Das mit General haben sie schon gesagt, ne? Der Anführer der Minutemen ist ein General, also... Ziemliche Beförderung. Das ist eine ziemliche Beförderung, die du mir da gerade verpasst hast. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Bitte? Der wäre? Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Das Problem ist aber, dass dort irgendwelche bösartigen Viecher leben. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informier die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Großartig, jawohl, Chefe. Na, das hat ja Codsworth mal gefreut, ne? Dass wir dem Kerl da geholfen haben und dass wir jetzt da so einen schönen Titel haben. Ich bin aber...
Also die 2-3 Karotten heute pflanzen und ein bisschen Mais, der hat mich gerade wieder so müde gemacht. Oh, ich muss in mein Bettchen. Nein, es wird schon spät und ihr seht schon die Sterne am Himmel. Boah, schön, ne? Also da kann sein, was will, das verändert sich nicht so schnell, ne? Auch der Mond ist schön, schön designt. Gefällt mir sehr gut. Schnaufi, 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 rein in die gute Stube. Bumm. Kotzwerf mal, wie gemein. Aber er kommt, glaube ich, bei der Hintertür rein. Also da. Dann steht er hinter mir und dann habe ich wieder einen Schreckmoment. So. Da ist unser Bett. Alter! Hey, das ist mein Haus! Kotzwerf, jetzt sag mal was. Liegt ihr einfach so in meinem Bett? Wie gemein. Da muss ich brauchen ein anderes Bett. Vielleicht ist da drüben noch was frei. Hey, wie gemein, die Mama Murphy. Ey, das ist ja mein... Da sind auch alle voll. Hey, wie ge... Also, habe ich schon mal gesagt, dass das gemein ist? Das ist mein Bett. Schläft ihr einfach in meinem Bett? Ist da noch was frei? Nein, da schläft auch schon wieder jemand. Ich glaube, ich muss ein Bett mehr machen. Für mich selbst habe ich nämlich keins. Wie schaut's da aus? Oh Gott, da habe ich nicht zusammengeräumt. Verdammt, ich habe dieses Haus habe ich total vergessen. Ist das... Kotzwürfe, sag was. Mama Murphy, ne? Die ist unfassbar. Scheiße. Ja, ist ja wurscht. Laufe ich nochmal meine Hütte zurück. Dann baue ich mir schnell noch ein Bettchen, hau mich in die Hapfen. Da vielleicht nicht unbedingt, da geht es sich nicht aus. Alter, ich glaube, ich spinne. Geht es hier aus? Auch nicht so unbedingt, ne? Boah, das ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade. Vollgas. Vollgas. Klaut ihr uns unser Bett? Ich glaube, ich spinne. Aber hier hätten wir ein schönes Platzl. So, Moment. Dann baue ich mir jetzt schnell ein Bett. Unfassbar. Warte mal, wo war denn das Zeug? Holz normalerweise? Nein, nicht Holz. Mist. Warte. Hier, Möbel. Die Betten. Wir können auch jetzt schon bessere Betten bauen. Was mich besonders sehr freut. Was haben wir hier eigentlich? Eine Matratze? Schlafsack. Ich glaube, da draußen ist die Kuh, die schwer rumstreunt. Alter, die trabt herum. Ich würde sagen, ich nehme dieses Bett hier. Dere. Ach ja. Ich glaube, die kommt wieder ins Haus hier schlafen. So, bam. Ja, servus. Das Viech ist mir auch nicht wurscht. Ich weiß nicht, ob man damit Milch oder was machen kann. Ich habe keine Ahnung. Was, es ist schon 5 Uhr morgens? Jetzt kann ich mit dem Schlafen auch schon sparen. Lol. Naja, wenigstens 2 Stunden. Bei mir merkt man im Real Life sofort, wenn ich müde bin. Das merkt man sofort. Ich kriege nämlich richtig furchtbar rote Augen. Ein weiterer Tag im Commonwealth. Da ist schon wieder wer. Wer ist denn da? Ach, du sitzt hier. Jetzt hast du auch ein schönes Bett. Kümmere dich gut um deine Waffe und sie wird dich nie im Stich lassen. Wir werden uns Mühe geben. Passt. Verflixt und zugenäht, der Part ist leider auch schon wieder zu Ende. Das heißt, nachdem wir eh schon wieder, also ich halt schon wieder so viel Zeit verdrödelt habe, schaue ich noch einmal in unserem wunderbaren Garten nach. Christi. Ja, Herrschaftszeit. War nur ein Scherz. Lass mich ja, scheint wirklich was zu werden. Weißt was, Alte, halt den Rand. Echt, die geht mir auf den Nerv. So, da haben wir schön geerntet. Die Karotte ist noch nicht so weit. Rindviech, was machst du da drin? Ja, eine Karotte. Wir können uns einen Eintopf kochen. Sicher, aber man isst es nicht. So kriegen sie einen immer. Aber wir sind hier sicher. Na du, ja, du bist eine brave Kuh, ne? Ich meine, schaut echt komisch aus. Kannst du Milch geben?
Können wir uns so einen Topf craften, dass man sie melken kann? Halten Rand auf Deutsch. Okay, verstehe schon. Kann ich hier noch die Karotte haben? Die ist noch nicht so weit, ne? Alter, Entschuldigung, wollte nicht schupfen. Dann gehe ich schnell einmal eine Portion Eintopf kochen. Und dann machen wir im nächsten Part uns endlich auf, die Weiten der Welt zu ergründen. Gemüsesüppchen bitte. Ich liebe Gemüsesuppe. Anfertigen. Boah, vor allem wenn ich denke, meine Oma, ne, wie die Suppe gekocht hat. Boah, ey. Da hättest du dich am liebsten reingelegt. Ich meine, dann wäre sie nicht mehr so gut gewesen, schon klar. Aber trotzdem muss ich sagen, boah, das war ein Gedicht, wirklich wahr. Oh, da freut sich. Aufrichtig zu sein. Ja, finde ich auch. Ich bin stolz, dass ich da ein Mitglied sein darf. Auch wenn ich da unfreiwillig zum Chef ernannt worden bin. Naja, also gut. Was, wie? Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!